Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im letzten Video, wo es um den Totenkopf ging, hatte ich euch ja gesagt, dass ich die Acrylrose, also beziehungsweise 3D-Rose mit Acrylpulver noch zeigen möchte. Ich habe es jetzt mit einer weißen Rose gemacht und habe noch zwei andere Designs dazu gepackt. Das ist das, worum es in diesem Video geht. Und wenn euch das interessiert, wie ich das gemacht habe, dann bleibt gerne dran. Ich würde mich freuen. Ich möchte jetzt mit dem schwarzen Tipp anfangen und der klassischen Rose mit Acryl. Dafür benötige ich, also wenn ich weiß, dass bei dem Foto, was ich euch in dem vorigen Video gezeigt habe, wo es um den Totenkopf ging, waren schwarze Rosen auf schwarzem Hintergrund, was einen ziemlich coolen Effekt hat, wenn man es in echt sieht. Ich finde das im Video etwas schwer wegen der Belichtung, das zu zeigen. Dafür nehme ich hier weißes Acrylpulver. Das ist von Studio Max wieder, das Competition Acrylpulver Extreme White. Da. Das nehme ich dafür. Dann habe ich solche kleinen Glasschälchen, mit denen ich arbeite. Ein bisschen Acrylliquid, das ist schon total versaut, weil da das Liquid runtergetropft ist. Das packe ich da rein und damit ich jetzt hier gleich nicht komplett kaputt gehe, nehme ich noch den Liquid Killer dazu, einen Tropfen, der riecht nach Kirsche und dann finde ich das hier jetzt nicht ganz so schlimm, wenn das so stinkt. So, das benutze ich dafür. Dann hatte ich mir mal bei Crystal Nail einen ganz tollen 3D-Acrylpinsel gekauft. Leider habe ich den falsch gelagert, also nicht hängend, sondern liegend und dann habe ich mir einfach nochmal so einen Katzenzungenpinsel nachgekauft. Der ist sehr hart, damit kann man unheimlich gut, finde ich, modellieren, beziehungsweise mit dem Acryl arbeiten. Aber des Weiteren liegt hier eine Serviette parat an der Seite, wo ich das Acryl drauf abtupfen kann. Vielleicht, ja, sonst muss ich euch zu weit rauszoomen. Das sind so die Utensilien, die ich dafür benötige. Ich habe den Tipp schwarz grundiert und auch schon versiegelt, weil ich arbeite auf der Versiegelung. Schutzschicht habe ich abgemacht. Jetzt nehme ich mein Pöttchen, arbeite kurz den Pinsel da drin ein bisschen ein, streife ihn aber wieder komplett ab, weil wir brauchen wirklich nur ganz kleine Kügelchen. Dafür tauche ich jetzt die Pinselspitze ins Acryl ein. Jetzt setze ich mir das kurz ab, schiebe das schon mal so ein bisschen in so eine Bananenform rein, wie ihr sehen könnt. Ein Fussel da drin, Moment. Und warte noch ein bisschen mit dem Drücken des Acryls, bis der Glanz so leicht matt wird. Und dann, jetzt drehe ich den Tipp nochmal um. Gehe ich von der Mitte aus und drücke das Ganze ein bisschen platter nach außen, damit ich ein flaches Blütenblatt bekomme. Der Pinsel kann auch Struktur geben ein bisschen, das finde ich auch immer ganz schön. Ich stelle mir jetzt mal das Liquid hier weg. Ihr habt es ja gesehen, das behindert mich ein bisschen beim Arbeiten. So, mache einfach weiter und drücke mir das Acryl in Form. So, damit habe ich das erste Blättchen geschaffen. Und jetzt mache ich das gleiche nochmal. Ins Acryl eintunken, Bällchen aufnehmen und jetzt setze ich das Ganze hier ab. Wieder zu trocken. Bällchen aufnehmen, absetzen. So. Und auch hier forme ich mir schon so ein bisschen die Blattform vor. Das lässt sich hervorragend schieben. Und jetzt geht das gleiche Spiel los, drücke mir das dann von innen nach außen ein bisschen platt, natürlich auch hier so ein bisschen überlappend,
darf hier schon ein bisschen drüber gehen. Und mit der Pinselspitze kann ich mir das dann auch noch ein bisschen ausmodellieren hier. Ich gucke, dass ihr wieder im Bild seid. Indem ich einfach da drunter gehe und das so ein bisschen anhebe noch, damit das nicht so ineinander verschwimmt. So, nächstes Bildchen. Für die Mitte nehme ich mir ein etwas größeres Kügelchen. Was ich dann genau mittig reinsetze. So, kurz warten. Es ist noch ein bisschen feucht. Jetzt fange ich an, mir so eine Spirale zu formen. Also, indem ich hier reingehe, mir so einen mittigen Punkt mache. Und das Ganze dann wieder so ein bisschen nach außen verteile. Solange das noch nicht ganz ausgehärtet ist, kann man das Material noch unheimlich gut bewegen. So, und damit ist dann die Rose, so wie ich sie mache, fertig. Jetzt kann man hingehen und noch zwei, drei Blättchen setzen. Dafür nehme ich mir auch wieder einen Punkt, ein Wellchen auf und ziehe mir das Ganze mit so einem Schwung schon ein bisschen raus. Warte wieder, bis es ein bisschen trockener ist. Und dann gehe ich aber mit der Seite, mit der Pinselseite, nicht mit der flachen Spitze so da rein und ziehe mir erstmal so das Blättchen, die Blättchenmitte da raus. Drücke mir das auch noch so ein bisschen runter, dass es flacher wird. Und kann jetzt in das Blättchen so ein bisschen Struktur reindrücken noch mit der Pinselspitze. Da kann man es auch nochmal in das Liquid eintauchen, um den Pinsel wieder ein bisschen geschmeidiger zu machen, dass er nicht so krumm ist, also bröselig ist. Ja, und dann setze ich noch ein Blättchen dran und dann könnte man das jetzt noch verzieren. Aber im Grunde genommen wäre damit die Rose dann schon fertig. Ihr könnt es erkennen. Damit ist jetzt die Acrylrose schon fertig. Was man auch noch schön machen kann, indem man sich ein anderes Acrylpulver nimmt. In diesem Fall jetzt zum Beispiel das Lila, mit dem ich auch gleich trotzdem noch weiterarbeiten werde.
Das sieht so aus, dass man sehr, sehr viel Liquid nimmt und nur einmal ganz, ganz kurz reintaucht, dass wirklich nicht viel dran ist. Und dann kann man die Rose noch so ein bisschen schattieren in einer anderen Farbe. Also indem man halt hier einfach hingeht und unten an den Rand geht. Das, was zu viel ist, wegnehmen. Liquid zufügen nochmal, wenn es zu krass ist. Und dass das Ganze dann so ein bisschen am Rand entlang tupfen. Ja, super, hat man jetzt wieder nicht gesehen. Ich zeige es euch an einem anderen Blatt nochmal. Also, ihr nehmt euch ein ganz kleines, kleines, kleines bisschen auf. Und jetzt gehe ich zum Beispiel mal an das untere Blatt ran. Könnt ihr hoffentlich sehen, ja. Und setze mir da ein bisschen was ab. Das ist mir viel zu stark, also ab ins Liquid damit wieder. Und einfach nur immer wieder auf der Serviette abstreichen und nur so am Rand so ein bisschen Farbe andeuten. Dadurch ist das nicht ganz so krass weiß. Das Ganze kriegt noch eine Schattierung. Das mache ich jetzt eben nochmal bei den restlichen auch. Und so sieht das Ganze jetzt mit ein bisschen farbiger Schattierung noch aus. Jetzt möchte ich euch eine andere Form zeigen. Und dafür nehme ich diese beiden Acrylfarben, die ich jetzt eben schon mal benutzt habe, in Kombination. Und habe mir einen Glitzernagel vorbereitet. Jetzt nehme ich, tauche ich ins Weiß ein und noch in das andersfarbige auch und setze mir das Bällchen auch wieder ab. Jetzt sollen das allerdings nur so ganz stinknormale Blütenblätter werden. Drücke also von der Mitte aus ein bisschen nach außen. Kann mir das Ganze ja noch so lange formen, wie ich das möchte. Nehme ich das vielleicht noch ein bisschen zusammen, drücke hier an der Spitze. Und damit ist das Blütenblatt, das eine, schon fertig. Hat auch einen ganz niedlichen Effekt, finde ich. Ich mache das nochmal. Ich gehe ins Weiß. Danach in das Lila in diesem Fall. So sieht das Ganze aus. Setze es mir ab, dass die dunkle Farbe auch nach unten guckt. Und ziehe es mir dann in einer Spitze nach unten und in einem mit der flachen Seite des Pinsels nach außen. Wenn mir die Trennung hier nicht gut genug ist, kann ich hier immer noch zwischengehen. Und forme das Ganze wieder aus. Und so, finde ich, hat man mit einfachen Mitteln schon wieder jetzt hier schon zwei süße Blättchen. Ich mache das Ganze jetzt wieder fertig. So, und jetzt können wir noch machen, dass diese Blüte oder andere Blüten vielleicht noch ein, zwei Blättchen verloren haben.
Und das wäre das. Ich würde jetzt mit ein bisschen klarem Acryl noch ein Steinchen in die Mitte setzen. Was heißt, ich würde? Ich mache das jetzt einfach mal kurz. Also ihr seht, Acryl ist auch nicht nur zum Modellieren da, sondern man kann auch unheimlich schöne andere Sachen damit noch gestalten. Also ein kleines Acrylbällchen in Türkis. Kleines Acrylbällchen in durchsichtig. Und dann ein Steinchen reinsetzen. Das hält nämlich auch sehr gut. Wenn ich jetzt ein Steinchen bekomme, das ist ja auch immer so eine Sache. Die landen immer auf dem Korb. Wenn ihr jetzt wie ich viel zu viel Acryl genommen habt, drumherum, dann könnt ihr das noch, solange das noch nicht hart ist, entfernen. Mein Wäldchen war einfach zu groß. Und das Steinchen daran anhärten lassen. Und so sieht das ganze Design jetzt aus. Das war die Nummer 2. So, um euch das nächste Design noch zu zeigen, ist gerade ein Pinsel runtergefallen. Ich hatte es gerade schon mal probiert. Es ist ja kein Geheimnis, dass man auch im Videodrehs ab und zu mal ein paar Fails drin hat. Deswegen muss ich das Acryl jetzt wieder von dem Tipp runternehmen. Deswegen ist es jetzt ein bisschen ramponiert, das fällt aber gleich nicht mehr auf. Also verzeiht mir das schon mal. Nicht alles ist perfekt. Ich gehe jetzt hin und nehme mir ein größeres Acrylbällchen auf, was auch nicht zu trocken sein sollte, wie man gerade gesehen hat. Definitiv nicht zu trocken sein sollte. Und man arbeitet sich Stück für Stück vor. Weil wir den Fehler, den ich eben gemacht habe, ich habe eine zu große Fläche vorgeformt. Mit dem Erfolg, dass es am Ende getrocknet war und ich gar nichts mehr machen konnte. Das möchte ich jetzt vermeiden. Deswegen forme ich erstmal nur eine kleinere Fläche vor und setze dann nachher an. Was ich da mache, werdet ihr jetzt gleich sehen. So, dafür nehme ich mir jetzt aber auch nochmal meinen größeren Pinsel, tunke den in Acrylliquid ein und glätte mir die Fläche einfach noch. Weil ich eben nicht so eine ruppelige Fläche haben möchte. Jetzt gehe ich hin und nehme mir einen Spotty mit einer ziemlich dünnen Spitze und arbeite mir jetzt in das noch nasse Acryl kleine Ornamentgeschichten ein, also Punkte. Es gibt einen Namen für diese Art von Design. Mir fällt da gerade nicht ein. Wenn mir da jemand helfen kann, dann würde ich mich da freuen, dass er mir in die Kommentare reinschreibt, wie diese Technik heißt. So, jetzt ziehe ich hier so ein paar rein. Und ihr seht jetzt, warum es wichtig ist, dass das Acryl einfach noch beweglich ist, ne? Weil so, nur so könnt ihr dann diese, ja, Formen da reinsetzen. Was dann, je härter das Acryl wird, und ihr könnt es auch noch andrücken, je härter das Acryl wird, umso schlechter geht das eigentlich. Und das hatte ich eben halt gemacht, das war mein Problem. Ich habe zu große Fläche gearbeitet, um dann dieses Design hier zu machen. So, hier wollte ich jetzt nochmal so ein paar Punkte reinsetzen. Mir fällt der Name ein und entschuldigt bitte diesen Megalärm im Hintergrund. Das ist nämlich, ich wohne ja auf einem, wie schon so oft erwähnt, Reiterhof mit landwirtschaftlichem Betrieb. Und das ist gerade irgendwie, fahren hier die Trecker ein und aus. Das ist, aber ich möchte halt das Video einfach weiterdrehen. So, das hat so, ich sag mal, Häkeldecke dazu. Jetzt kann ich nämlich hingehen und kann da anbauen mit meinem Acryl, wo ich gerne weitermachen möchte. In diesem Fall würde ich das jetzt gerne hier weiterlaufen lassen. Und das heißt, ich setze mir da jetzt noch Acryl hin und passe das einfach hier an. Und das habe ich eben falsch gemacht. So. Und deswegen muss ich den Tipp befeilen.
Aber wie gesagt, aus meinen Fehlern kann ich ja selber nur lernen und euch dann den leichteren Weg, bevor ihr das jetzt so genauso wie ich dann irgendwie falsch macht noch und nöcher. Ich drücke mir das wieder platt. Ist auch gar nicht wichtig, das jetzt wirklich so richtig in Form zu bringen, weil ihr ja eh noch mit dem Spotty jetzt so ein bisschen Form reindrückt. Ne? Also ihr könnt ja hier diese Kurven dann noch reindrücken. So, dann kommen hier wieder ein paar Punkte hin, weil ich damit ja angefangen hatte. Und jetzt kann man auch noch mal ein paar größere Flächen setzen. Ein paar größere Punkte. Und wieder ein paar kleinere. Und so entsteht dann, wie ich finde, auch ein ganz interessantes Muster. So, und das Ganze dann wieder ein bisschen andrücken, damit es halt nicht so heftig erhaben ist. Und die Form nochmal nacharbeiten. Das ist eine Mischung zwischen drücken und ziehen, die ich hier benutze. So. Ich finde, das sieht ganz niedlich aus. Das kann man jetzt über den ganzen Nagel machen oder hier nur so eine Ecke. Ich muss mal eben meine Acrylpinsel auswaschen, quasi im Acrylliquid. So, damit die mir nicht aushärten. Und dann kann ich noch hingehen mit einem, suche ich gerade wieder ein vernünftiges, einen vernünftigen Pinsel und könnte jetzt noch anfangen, um dieses Geschehen hier noch so ein paar Gel-Ornamente reinzusetzen. Um das Ganze dann auch noch mal aufzuhübschen. Ich finde, das ist eine schöne Mischung. Es ist nicht jedermanns Sache, aber das ist halt, ich wollte euch die Möglichkeiten mit Acrylpulver einfach auch noch mal zeigen. Und das ist halt auch noch mal eine Variante, die ich ganz niedlich finde. Hier nochmal oben in der Ecke, da ich die auch so schön weggefeilt habe, ich Hans. Wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Blüten zu tun, sondern einfach mit so einem anderen Muster. So, das gebe ich jetzt zum Aushärten in die Lampe, damit das Weiß aushärtet und dann hole ich euch fürs Endergebnis zurück. Hier sind jetzt die drei verschiedenen Designs, die ich mit Acrylpulver gemacht habe. Einmal die klassische Rose, die Blüte, stinknormal einfache Blüte. Und dieses Design, dessen Name ich nicht weiß. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir wie immer einen Daumen hoch da, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Oder abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und meine ganzen anderen Schandtaten findet ihr auf Instagram und auf Facebook. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Und deswegen nehme ich hier weißes Acryl. Und wenn ihr jetzt wie ich viel zu viel Acryl genommen habt, dann macht es einfach drum. Oder abonniert mich noch, wenn ihr...